Nächster Punkt 61, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Aktuelle Stunde, historisches Klimaschutzabkommen in Paris. Erste Rednerin, die Frau Kollegin Dorn. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist wahrscheinlich ganz gut, dass draußen gerade ungefähr 14 Grad sind, das kurz vor Weihnachten. Weil bei so einer Debatte ist es meistens so, dass die Leute es erst dann glauben, wenn sie es auch spüren. Und wir werden in diesem Jahr wieder keine weiße Weihnachten haben. Das ist sozusagen eine der vielen Folgen. Aber eigentlich müsste das Thema in seiner ganzen dramatischen Auswirkung viel mehr bewusst bei uns sein. Denn die aktuelle Flüchtlingsherausforderung zeigt eines. Schon längst sind die globalen Auswirkungen des Klimawandels bei uns angekommen. Gerade in den afrikanischen und arabischen Ländern gab es in den letzten Jahren extreme Dürreperioden. Die haben mit dazu beigetragen, dass das Elend der Menschen vor Ort viel dramatischer wurde. Wenn das so weitergeht, werden wir eine Vielzahl von Klimaflüchtlingen haben. Das heißt, wir brauchen ganz, ganz dringend ein Einhalten des Klimawandels, damit dieses Elend nicht größer wird. Und deswegen, gerade deswegen auch, ist der Durchbruch in Paris so unglaublich wichtig zu bewerten. Es gibt endlich diese Einigung, die Einigung aller Länder, dass sie auf den Temperaturanstieg begrenzen wollen, deutlich unter 2 Grad. 1,5 Grad sind angepeilt. Auch endlich sind China und Indien in Verantwortung. Und endlich sagen die Industrieländer, ja, wir geben Entwicklungsländern hohe Beträge an Klimahilfen. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Dafür haben wir lange gekämpft. Dafür haben die Umweltschutzorganisationen gekämpft. Und es ist eine, wenn nicht die historische Chance. Noch ist aber offen, ob aus dieser historischen Einigung dann auch ein historischer Sieg wird im Kampf gegen den Klimawandel. Deswegen muss unser Handeln weltweit ambitionierter werden. Wir in Deutschland und wir hier in Hessen haben eine besondere Vorreiterrolle anzupacken. Wir packen es an in Hessen. Wir haben einige wichtige Weichen gestellt. Ich nenne einmal die Energieagenda. Wir setzen jetzt einen Schwerpunkt bei der Energiewende auf das Thema Energieeffizienz. Ich nenne die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. Beim Verkehr ist ein Riesenbereich, in dem wir etwas tun müssen. Aber auch Bereiche, die unglaublich wichtig sind für den Klimawandel, die Landwirtschaft. Wir setzen auf eine regionale und ökologische Landwirtschaft. Das sind alles ganz wichtige Beiträge für den Klimaschutz. Meine Damen und Herren, während in der früheren Landesregierung die Klimaschutzministerin, damals Frau Puttrich, vom Wirtschaftsminister der FDP immer wieder ausgebremst wurde, geht es heute endlich voran, nämlich gemeinsam die beiden Ministerien, gemeinsam in der Koalition. Da sieht man ganz deutlich, Grün macht den Unterschied. Unsere Klimaschutzziele aber zu erreichen, da brauchen wir mehr. Da brauchen wir einen Gesamtplan, einen Plan, der alle Bereiche, alle Sektoren umfasst und der systematisch rangeht. Genau daran setzt sich jetzt unsere Umweltministerin mit sehr, sehr viel Engagement. Wir haben eine Grundlage gemeinsam beschlossen. Da bin ich dem Kabinett sehr, sehr dankbar. Wir haben uns ambitionierte Klimaschutzziele gegeben. Hessen will 2050 klimaneutral werden. Und wir sagen nicht einfach so 2050 irgendwann. Nein, wir setzen uns ganz konkret Zwischenschritte. Bis 2020 wollen wir die Treibhausgase um 30% senken. Bis 2025 um 40% senken. Meine Damen und Herren, dabei kann es natürlich nicht bleiben. Die entscheidende Arbeit liegt vor uns. Denn es geht jetzt um die Erarbeitung konkreter Maßnahmen. Nur mit denen schaffen wir das Handeln. Dafür müssen wir jetzt wirklich alle Bereiche in den Blick nehmen, den Verkehr, die Industrie, den Handel, private Haushalte und die Verwaltung. Weil wenn uns eines das Klimaabkommen jetzt lehrt, dann ist es doch das, dass man alle mitnehmen muss und dass man ganz konsequent nach vorne gehen muss. Genau das machen wir, genau das macht unsere Umweltministerin. Dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar.
Meine Damen und Herren von der SPD, es gab in den letzten Tagen immer wieder Kritik an unserer Umweltministerin, sie würde ja nicht weit genug gehen. Das finde ich einigermaßen lächerlich. Schauen Sie sich einmal die Bundesregierung an. Auf was setzt gerade unsere Bundesregierung? Sie haben einen Klimaschutzplan gemacht, ja, aber was davon wird umgesetzt? Ich habe noch kaum etwas gesehen. Sie setzen weiterhin auf Kohle bei der Energieversorgung. Wir machen da eine Rolle rückwärts. Das ist genau das Problem. Wir in Hessen versuchen, die erneuerbaren Energien voranzubringen, trotz Gegenwind von der Bundesregierung. Und das ist das Wichtigste, was wir für den Klimaschutz hier tun können. Wir werden gemeinsam mit den Akteuren aus der Gesellschaft, der Wissenschaft und der Wirtschaft diesen Plan gemeinsam erarbeiten. Das wird eine Menge Arbeit. Aber um es einmal zu sagen, mit dem Meister des alten Jedi-Ordens, uns allseits bekannt als Yoda, tue es oder tue es nicht, es gibt kein Versuchen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Angela Dorn. – Das Wort hat der Abg. Peter Stephan, CDU-Fraktion. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Weihnachten steht vor der Tür. Ich stelle mir die Frage, ob die Staatenlenker und die Klimaexperten mit dem Dokument von Paris ein Geschenk in unsere Welt gemacht haben oder ob das Pariser Ergebnis nur ein Bauplan für mehr Klimaschutz ist. Bei allem Respekt vor der Leistung der Verhandler in Paris, die Arbeit beginnt jetzt. Dort, wo bisher keine Aktivitäten für den Klimaschutz stattfanden, muss man beginnen, weltweit, global. Dort, wo man schon mehr oder weniger erfolgreich tätig ist, müssen die Bemühungen intensiviert werden. Wir müssen uns vor allem über eines klar sein. Unsere Anstrengungen dienen vor allem den jungen Menschen in dieser Welt, von denen ich eine Gruppe von 80 Schülern von der Langenbergschule in Birkenau und von zwei Schulen in Frankfurt hier oben begrüßen will. Denn das, was wir heute besprechen zum Klimaschutz, dient vor allem den jungen Menschen. Was sind denn die Schlagzeilen in der Presse vom Montag, vom 14.12.? Die FAZ titelt: Große Freude über den Klimaschutzvertrag von Paris, Obama, beste Chancen, den Planeten zu retten, Merkel, Hoffnungszeichen, und dann im Kommentar Minimalkonsens und im Wirtschaftsteil zum Teil deutliche Kritik am Klimavertrag von Paris. Eine Lokalzeitung in Karlsruhe stellt die Frage, ist die Katastrophe tatsächlich abgewendet? Und da ist man sich mit der Zeitung Die Welt einig, der Klimavertrag von Paris hat Stärken und Schwächen, und weiter, aber er ist ein deutliches Signal an die Weltgemeinschaft. Was mir bei all dem Gelesenen aber am besten gefällt, ist die FAZ, die auf Seite 3 feststellt, beim Klimagipfel in Frankreichs Hauptstadt berauschen sich die Staatschefs am historischen Augenblick. Jetzt aber geht die Arbeit richtig los. Kolleginnen und Kollegen, es gibt, ja, es gibt viel Grund, sich zu freuen. Eine Einigung in einer solchen Fragestellung bei so differenzierten und so heterogenen Interessen zwischen so vielen Staaten, das ist alles andere als selbstverständlich. Und es ist in der ganzen Weltengemeinschaft historisch. Aber ja, es gibt jetzt viele Gründe, um in Anlehnung an ein anderes Sprichwort zu sagen, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Klimaschutzprodukt. Aber wir müssen auch daran denken, dass wir das Bruttosozialprodukt dabei nicht vernachlässigen. Wir müssen auch daran denken, dass wir das Bruttosozialprodukt nicht vernachlässigen. Arbeitsplätze, die Kostenbelastung von Industrie und Bürgerschaft darf nicht aus der Betrachtung verschwinden, bei all den Maßnahmen, die notwendig sind. Aber, und der Klimaschutz, er ist weltweit zu betrachten, und wir müssen ihn auch unter dem Aspekt betrachten, wo kann ich mit dem geringsten Einsatz die meisten Erfolge erzielen oder mit dem gegebenen Aufwand den meisten Erfolg erzielen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie sieht es in Hessen aus? Ich darf dann der Opposition wieder einen Blick in den Bestseller, den schwarz-grünen Koalitionsvertrag, vorschlagen. Ich zitiere daraus, der Klimawandel ist die globale Herausforderung, erfordert größte Anstrengungen von allen. Wir stellen uns den Herausforderungen. Wir unterstützen auch in Zukunft gemeinsame Initiativen von Wissenschaft, von Wirtschaft und Politik. Und weiter, darüber hinaus werden wir ein hessisches Klimaschutzkonzept mit Klimaschutzzielen und konkreten Maßnahmen erarbeiten. Und daran wird gearbeitet, und darüber hat Frau Dorn gesprochen. Und darüber wird sicherlich Frau Hinz als verantwortliche Ministerin uns noch berichten. Wir haben
die Ziele gesetzt, 30% weniger CO2 bis 2020, 40% weniger bis 2025, Zahlen ambitioniert, aber wissenschaftlich erarbeitet. Es gibt viele ganz konkrete Maßnahmen, hier auch bei uns in Hessen. Wichtig ist mir die Tatsache, dass wir die konkreten Maßnahmen gemeinsam erarbeiten in der Nachhaltigkeitskonferenz unter Beteiligung vieler gesellschaftlicher Gruppen. Denn nur so erreichen wir auch, dass diese Maßnahmen nachhaltig bei den Bürgern ankommen, wenn sie denn selbst an diesen Maßnahmen mitgearbeitet haben, dass sie bei der Wirtschaft ankommen, weil nämlich die Wirtschaft auch mitgearbeitet hat, dass sie bei den Naturschutzverbänden ankommen, mitgetragen werden, weil sie eben auch von denen miterarbeitet worden ist. Kolleginnen und Kollegen, wir arbeiten in Hessen schon heute an den Antworten für morgen, die sich aus diesem Abkommen von Paris ergeben. Aber ein langer Weg liegt vor uns. Paris hat bewirkt, dass wir diesen Weg in der ganzen Welt gemeinsam gehen und dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Und Frau Dorn hat es gesagt, ja, wir wollen in Hessen dort eine gewisse Vorreiterrolle übernehmen, weil wir glauben, dass wir mit mehr Klimaschutz etwas Nachhaltiges für diese Welt tun. Kolleginnen und Kollegen, in wenigen Tagen starten wir in das neue Jahr 2016, Zeitpunkt für Vorsätze also. Wir sollten uns in unserem täglichen Tun davon leiten lassen, Umwelt-, Ressourcen- und klimabewusster zu handeln. Das gilt für alle. Das gilt für alle Menschen. Das gilt vor allem aber auch für die jungen Generationen. Insofern wünsche ich uns neben den üblichen Wünschen ein klimafreundliches Weihnachtsfest und ein ebenso klimafreundliches Jahr 2016. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Stephan. Das Wort hat der Abg. Timon Gremmels, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am vergangenen Sonntag wurden wir Zeugen in der Tat eines historischen Durchbruchs im Kampf gegen die globale Erderwärmung. Es ist gelungen, erstmals das 2-Grad-Ziel festzuschreiben, und zwar völkerrechtlich verbindlich, in einer völkerrechtlich verbindlichen Vereinbarung. Das ist ein großer Erfolg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn das gelingt, wundert es mich schon sehr, dass die GRÜNEN nicht auch einmal ein Lob an Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, die für die Bundesregierung dieses ausgehandelt hat, hier äußern. Ich finde, das würde den GRÜNEN auch keine Zacken aus der Krone brechen. In der Tat ist das, was uns vorgelegt worden ist, etwas, was vorher so nicht erwartet wurde. Das hat aus unserer Sicht und aus Sicht aller, die es beurteilt haben, ist das ein großer Schritt voran, weil erstmals völkerrechtlich verbindlich etwas vereinbart worden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man muss auch einmal deutlich sagen, dass der Bund, dass die Große Koalition in Berlin Vorreiter ist. Ja, ich habe das einmal hier mitgebracht. Bereits im Dezember letzten Jahres hat der Bund ein Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 mit konkreten Maßnahmen, mit konkreten Schritten und Umsetzungsschritten auf den Weg gebracht. Und was macht Hessen? Hessen hat bisher nur Ziele vereinbart. Hessen hat bisher nur Ziele vereinbart, und die sind noch nicht einmal besonders ambitioniert. Die Ziele, die sich diese Landesregierung unter grüner Beteiligung gibt, liegen hinter denen des Bundes. Das muss man deutlich einmal sagen. Ja, es ist so. Während Hessen sagt, man will bis zum Jahre 2025 die Treibhausemissionen um 40% gegenüber 1990 senken, will es der Bund bereits bis 2020. Deutlich ambitioniertere Ziele hat die Große Koalition in Berlin im Vergleich zu Schwarz-Grün hier in Hessen. Ich weiß, dass die GRÜNEN damit nicht zufrieden sein können. Das hat ihnen scheinbar ihr schwarzer Koalitionspartner hier abgerungen, dass sie nicht darüber hinausgehen dürfen. Das ist doch so, Frau Dorn. Sie müssen doch einfach nur einmal in Ihre eigene Oppositionsagenda zurückgucken. Frau Dorn, Sie haben, als Sie noch Opposition waren, hier in Hessen ein eigenes Klimaschutzgesetz gefordert, eingebracht und wollten es hier auf den Weg bringen. Davon ist im schwarz-grünen Koalitionsvertrag keine Zeile mehr zu sehen. Keine Zeile mehr zu sehen. Ja. Haben Sie sich abwandeln lassen? Haben Sie sich von der CDU abwandeln lassen? Aber dann müssen Sie ja etwas kleinere Brötchen backen können. Sie haben weder ein Klimaschutzgesetz vorgelegt, Sie haben ja noch nicht einmal eigene Ideen. Sie haben wieder einmal einen runden Tisch jetzt einberufen, Anfang Januar. Sie wollen wieder alle Akteure zusammenholen. Das kann man machen. Aber ich finde, man kann auch in einen runden Tisch gehen mit eigenen konkreten Vorschlägen.
und gerade von einer grünen Umweltministerin, deren Leib- und Magenthema der Klimaschutz ist, erwarte ich, dass man mit eigenen konkreten Vorschlägen vor den Landtag tritt, dass man mit eigenen konkreten Vorschlägen an einen roten Tisch geht, und dann kann man diese konkreten Vorschläge auch mit allen Beteiligten diskutieren. Aber zu sagen, wir setzen uns mal alle zusammen und wir arbeiten mal was zusammen, und das ist dann hinterher der Kabinettsbeschluss, Frau Hinz, da machen Sie es ein bisschen einfach, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Frau Dorn, wenn Sie jetzt sagen, haben Sie ja völlig recht, das Thema Verkehr ist eines, was wir hier in Hessen bearbeiten müssen. Ist dann aber als Unterarbeitsgruppe der Nachhaltigkeitsstrategie irgendwo anzusiedeln, ist etwas zu wenig. Es ist etwas zu wenig. Ich finde, das ist ein Thema, das nicht nur im Bereich des Umweltressorts abgehandelt werden sollte, sondern es sollte auch sozusagen im Bereich des Verkehrsministeriums aufgerufen werden. Wir hatten Ihnen vorgeschlagen, dieses im Rahmen des Energiegipfels prominent zu besetzen und zu bearbeiten. Da sind Sie leider nicht mitgegangen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man kann abschließend feststellen, dass in der Tat die GRÜNEN hier unambitioniert sind. Andere Länder sind deutlich weitergegangen. Dort, wo es rot-grüne Koalitionen gibt, gibt es Klimaschutzgesetze, gibt es mittlerweile schon konkrete Maßnahmenkataloge. Sie rudern hier als Schwarz-Grün in Hessen hinterher. Und dann haben Sie wirklich auch noch die Dreistigkeit zu sagen, dass Ihr Spielen auf Zeit auch noch eine Blaupause für andere Bundesländer sei. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Hinz, ich finde, das ist schon wirklich dreist. Und ich finde, das ist gegenüber den Ländern wie Rheinland-Pfalz, wie Nordrhein-Westfalen, wo es Klimaschutzgesetze auch im Landesrecht gibt, wo es Klimaschutzaktionspläne gibt, deutlich zu wenig und deutlich zu unambitioniert für eine grüne Umweltministerin. Deswegen sage ich Ihnen, wer ernsthaften Klimaschutz betreiben will, der braucht auch eigene konkrete Vorschläge. Wir als SPD haben sie. Wir sind die Partei, die da vorangeht. Und wir sind mit unserer Bundesumweltministerin Barbara Hendricks sehr gut aufgestellt. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Gremmels. Das Wort hat die Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Unser Kopf bleibt über Wasser. So hat die Botschafterin des Inselstaates Palau auf das Ergebnis des Klimagipfels in Paris reagiert, was aber im Umkehrschluss bedeutet, dass das Wasser uns weiterhin bis zum Hals steht. Erstmal einigen sich alle Staaten der Welt in Paris auf ein Klimaschutzabkommen 18 Jahre nach Kyoto. Und ich will mal anmerken im Vergleich dazu, wie schnell sich Staaten auf Freihandelsabkommen im Interesse internationaler Konzerne einigen können, ist das schon ein beschämend lange dauernder Prozess. Denn hier geht es um nichts anderes als um die Zukunft der Menschheit. Angesichts dessen, wie tiefgreifend wir sofort unser Wirtschaftssystem ändern müssten, um der Klimaerwärmung wenigstens noch auf ein verträgliches Maß zu begrenzen, bewegt sich die UN-Diplomatie quälend schwerfällig. Es gibt Vereinbarungen, es gibt Bekenntnisse, unter anderem das 1,5-Grad-Ziel. Aber es sind letztlich nur Absichtserklärungen und Selbstverpflichtungen, schwammig formuliert, inhaltlich relativ zurückhaltend und unkonkret in seinen Maßnahmen. Und das Abkommen gilt ja auch erst ab 2020. Bis dahin geht der CO2-Ausstoß unvermindert weiter. Die Entwicklungsländer als erste Leidtragende des Klimawandels haben überhaupt keine verbindlichen Rechte bekommen, um die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen durch die Industriestaaten entschädigt zu bekommen. Und hier, meine Damen und Herren, reden wir auch über Fluchtursachen. Wenn immer mehr Ackerland verdorrt und die Lebensgrundlagen von Menschen zerstört werden, dann werden natürlich Menschen auch zur Flucht gezwungen. Deshalb muss man das auch in diesem Kontext diskutieren. Mangels vereinbarter Sanktionen sind die Vereinbarungen rechtlich nicht durchsetzbar, auch wenn es theoretisch bindendes Völkerrecht ist. Aber der amtierende Mehrheitsführer der Republikaner im US-Senat hat ja auch bereits angekündigt, dass das Abkommen nach der US-Wahl, sollten die Republikaner sie gewinnen, auch in den Schredder käme. Das vorliegende Abkommen ist also nur so viel wert, wie es eben auch wirklich real zu Veränderungen führt. Es sollte uns nicht in falscher Sicherheit wiegen, jetzt die Bemühungen um den Klimaschutz nachlassen zu können, sondern das Motto muss sein, global denken, aber lokal handeln. Ja, den Sekt ausgetrunken und wieder zu Hause, befürchte ich, dass die Bundesregierung so weitermacht wie bisher.
Auf dem Papier hat sie das Klima jetzt gerettet. Ja, aber hier in Deutschland wird dann das erfolgreiche Erneuerbare Energiengesetz weiter ausgehöhlt. Das ist überhaupt keine konsequente Politik für den Klimaschutz. Die angestrebten Freihandelsabkommen TTIP, CETA und Co. konterkarieren den Klimaschutz ebenso. Denn wenn diese Abkommen in der derzeitig diskutierten Form Wirklichkeit würden, dann hätten die beteiligten Staaten deutlich weniger Möglichkeiten, ihre Energiepolitik nach ökologischen Kriterien auszurichten. Das derzeit verhandelte Abkommen TISA zum Beispiel, das sieht ausdrücklich eine Technologieneutralität im weltweiten Energiehandel vor. Das heißt, ein Land könnte überhaupt nicht mehr vorgeben, welche Energieträger im Land aktive Stromkonzerne nutzen dürfen und welche nicht. Auch die Ausschreibungspflicht für Windräder beispielsweise. Das bedeutet, dass lokale Bürgerprojekte oder Genossenschaften nicht mehr bevorzugt werden könnten. Damit will ich sagen, in Paris wurde also ein hehres Ziel beschlossen. Aber gleichzeitig verpflichten sich die Industriestaaten vertraglich über Freihandelsabkommen, den dazu notwendigen Werkzeugkasten zu verbieten. Und ich sage Ihnen, Energiewende funktioniert nur mit mehr Regulierung des Marktes und nicht mit weniger. Und auch die Hessische Landesregierung bekleckert sich wahrlich nicht mit Ruhm. Denn die Landesregierung baut gerade einen Flughafen aus. Das ist sicher kein Beitrag zum Klimaschutz. Und die Verkehrswende wird auch nicht finanziert. Es sind nicht nur FDP, sondern auch CDU-Abgeordnete, die in ihren Wahlkreisen gegen neue Windräder kämpfen. Und die Umweltministerin lässt sich für Klimaschutzziele feiern, hat aber die Zwischenziele in der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes offenbar aufgegeben oder zumindest einmal deutlich nach unten korrigiert. Deswegen, trotz aller Bekenntnisse zum Klimaschutz, stoßen die geringsten Maßnahmen treffen oft auf erbitterten Widerstand. Und wenn es an die Wirtschaftsinteressen geht, werden diese Widerstände oft unüberwindbar. Die kanadische Publizistin Naomi Klein hat es auf den Punkt gebracht. Wer heute noch die menschengemachte Erwärmung des Weltklimas leugnet, der gehört zu den Nutznießern der fossilen Energiekonzerne. Und deshalb, um die Klimaziele zu erreichen, müssen einige der gewinnträchtigsten Konzerne des Planeten gezwungen werden, ihre Produktion umzustellen und den Großteil der nachgewiesenen fossilen Brennstoffe im Boden zu lassen. Dem stehen Profitinteressen entgegen. Ich sage aber, Klimaschutz wird sich nicht mit den Unternehmen, die viel Geld mit der Zerstörung unseres Klimas verdienen, ausdealen lassen, auch nicht im Rahmen eines Green New Deal, sondern wer Klimaschutz will, der muss auch bereit sein, sich mit Konzerninteressen anzulegen. Oder wie Naomi Klein richtig sagt, wir müssen uns entscheiden, wollen wir das Klima retten oder den Kapitalismus. Wir sind für Ersteres, und in dem Sinne wünsche ich auch schöne Weihnachtsfeiertage. Vielen Dank, Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP-Fraktion Seligenstadt. Also, die Linkspartei in Brandenburg sieht es irgendwie ganz anders. Die Linkspartei in Brandenburg sieht es ganz anders. Wollen Sie sprechen? Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Aktuelle Stunde, die wir heute abhalten, ist ja nicht überraschend. Es war eigentlich nur die Frage, wer sie zuerst einbringt. Und passt irgendwie auch in die Berichterstattung. Die Überschriften und das Jubeln zu diesem Abkommen ist total oder ist antiproportional zu den Ergebnissen dieses Abkommens. Ich habe im Vorfeld diese Aktuellen Stunde verzweifelt versucht, irgendwelche konkreten Festlegungen und irgendwelche konkreten Aussagen, die uns die nächsten Jahre betreffen, zu finden. Es sind keine zu finden. Die 21. UN-Klimakonferenz, das 11. Nachfolgetreffen zum Kyoto-Protokoll, wird genauso starke Spuren hinterlassen wie alle anderen Vereinbarungen, die wir die letzten Jahre erlebt haben. Auch. Ich möchte daran erinnern, die Vereinbarung des Kyoto-Protokolls und die Auswirkungen kann man jeden Tag und überall nachvollziehen. Sie können sich ja einmal die Entwicklung der Treibhausgasausstoße angucken und sozusagen das Bejubeln jeder einzelnen Klimakonferenz, das wir hier veranstalten, hat am Ende nichts verändert. Dieses Abkommen muss ratifiziert werden. Das wird im April 2016 sein. Da werden wir mal sehen, wer sozusagen dann noch, wenn er zu Hause war und mal überlegt hat, was er noch für Klimaschutzziele erreichen möchte, wer dann am Ende auch wirklich unterschreibt. Auch das werden wir beobachten. Und man muss einfach feststellen, und das haben ja auch viele kritische Kommentatoren zu diesem Vertrag gesagt, die Ergebnisse sind sehr vage.
und die Mittel sind absolut unverbindlich. Ich möchte das einmal an einem Beispiel darstellen, wo ja viel gejubelt wird. Das sind die sogenannten 100 Milliarden €, die ja als Ausgleich, ich weiß gar nicht, die Ministerin weiß es besser, 2023, 2025, irgendwann soll das eingezahlt sein. Und da gab es die Überdiskussion, sollte das verbindlich sein, und dann hat man es in den unverbindlichen Teil verabschiedet. Die Vereinbarung ist schon 6 Jahre alt, und es scheint mir so, als wäre der Glaube, dass das je umgesetzt wird, doch sehr gering. Und wir haben das bei vielen anderen Versprechen auch erlebt. Und ich glaube auch, und daran müssen wir uns einfach auch mal gewöhnen, wenn man zusammenkommt mit vielen tausend Menschen, hat ein positives Vorhaben, alle sind glücklich, liegen sich in den Armen, aber das muss noch zwingend nicht dazu führen, dass die Realität sich verändert. Wissen Sie, Frau Dorn, man kann auch Klimaschutz erreichen durch Innovation und durch Forschung, durch Weiterentwicklung, durch Wirtschaft, durch Fortschritt kann man Klimawandel vielleicht vermeiden, aber durch Ihre Ideen, die Sie hier vortragen, habe ich meine Zweifel. Warum habe ich meine Zweifel? Ich will es Ihnen versuchen zu erklären an zwei Punkten. Warum glaube ich, dass dieses Abkommen nicht greifen wird, genau wie die Abkommen vorher auch? Und das liegt natürlich daran, dass es ein systemisches Problem gibt, dass nämlich je mehr wir einsparen an Energie, hier vielleicht in den Industriestaaten, umso günstiger werden die Rohstoffe. Umso günstiger werden die Rohstoffe, und dadurch entsteht natürlich wieder sozusagen eine Möglichkeit für ärmere Länder, günstiger Energie zu erzeugen, gerade mit Kohle oder mit anderen entsprechenden Rohstoffen. Und das ist eine systemische Situation, die wir haben, die Sie auch nicht leugnen können. Und wenn ich mir überlege, als wir 2011 über die Frage des Klimaschutzes und vor allem des Atomausstiegs diskutiert haben, was sind wir da von Rohstoffpreisen ausgegangen? Was haben wir da geglaubt, wo der Ölpreis heute stehen würde? Hätte jemand geglaubt, dass der Ölpreis heute dort steht, wo er steht? Nie im Leben. Dreimal, viermal so hoch haben wir ihn erwartet. Und das sind doch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen sich Klimaschutz bewähren muss. Und da werden diese Versprechungen, die man sich da in die Hand gibt, sich nie durchsetzen. Und es gibt ein ganz einfaches Problem. Und das ist ja schon immer bei der Frage des Zertifikatehandels auch immer das grundsätzliche Problem gewesen. Die Industriestaaten sagen, wir haben einen schönen Wohlstand, den können wir leicht steigern. Durch technische Innovation können wir dabei auch den Energieverbrauch senken. Die nicht industrialisierten oder Schwellenländer sagen, wir wollen aber genau den gleichen Wohlstand wie ihr. Und dazu müssen wir die Chance haben, zu wachsen. Und dazu müssen wir eben die Möglichkeit haben, Energieversorgung auszuweiten. Denn wir wissen natürlich alle, dass die Grundlage unseres Wohlstandes die Verfügbarkeit, günstige Verfügbarkeit von Energie eben voraussetzt. Und das sind einfach Widersprüche, die auch diese Klimakonferenz nicht auflösen konnte. Und darum sind meine Erwartungen genau antiproportional zu den tollen Überschriften, die ich nach dem Abkommen gelesen habe. Und es wird ein Déjà-vu sein, wenn wir in wenigen Jahren wieder hier stehen und wieder ein Klimaschutzabkommen feiern, das wahrscheinlich genauso effizient war. Und dass man jetzt noch sagt, das 2-%-Ziel, von dem die Grünen hier oft noch selbst gesagt haben, das ist eigentlich nicht mehr zu erreichen oder nur noch schwer zu erreichen. Das 2-%-Ziel, 2-Grad-Ziel, ich bin jetzt schon wieder in der Windkraft, Entschuldigung. Ich bin schon wieder in der Windkraft gewesen. Entschuldigen Sie bitte. Ist es richtig, das 2-Grad-Ziel? Vielen Dank, Herr Wagner. Und dass wir das nicht erreichen können, das waren oft Ihre Aussagen hier. Und dass wir hier einen Schritt weitergekommen sind und einfach sagen, jetzt wollen wir 1,5, das ist für mich nicht mehr ganz nachvollziehbar. Darum lassen Sie meine Skepsis hier im Raum stehen. Sie müssen sich da auch nicht dran abarbeiten. Ich glaube, wir haben hier Ansichten, die wir eben nicht übereinstimmend haben. Die Ministerin wird ja jetzt wahrscheinlich die Rede von Frau Dorn noch einmal halten. Aber mein Glaube, dass das zum Erfolg führt, ist eben gering. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat die Umweltministerin, Frau Staatsministerin Priska Hinz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich halte immer gern meine eigenen Reden. Und ich möchte die in Paris getroffene Vereinbarung in der Tat historisch nennen. Denn es wurde nach sehr harten Verhandlungen ein Abkommen verabschiedet, in dem sich 195 Staaten zum 2-Grad-Ziel bekennen und Anstrengungen für die Begrenzung der Erderwärmung auf unter 1,5 Grad unternehmen wollen. Das ist historisch. Und alle 5 Jahre
werden zum Erreichen der Ziele Nachverhandlungen stattfinden. Im Gegensatz zur SPD, die mich ja erst 2075 loben will, bin ich durchaus in der Lage zu gönnen und will mich bei der Bundesumweltministerin bedanken für ihre durchaus erfolgreiche Verhandlungsführung, die mit zum Durchbruch geführt hat. Aber, meine Damen und Herren, die Arbeit fängt jetzt für alle tatsächlich richtig an. Und Hessen hat ein ehrgeiziges Langfristziel. Wir wollen klimaneutral sein bis 2050. Das deckt sich mit den Zielen von Paris. Und das ist auch, Herr Rock, der Punkt, der wichtig ist. Emissionsneutralität ab 2050 wurde da vereinbart. Das heißt, die Minderung des Treibhausgasbereiches, auch der Kohleverstromung. Und das ist notwendig. Wir haben in Hessen ehrgeizige Zwischenziele beschlossen. Minus 30 Grad bis 2020, minus 40 bis 2025. Und, Herr Gremmels, in anderen Bundesländern, in denen entweder schon ein Klimaschutzgesetz verabschiedet wurde oder jetzt diese Woche ansteht, wie in NRW, wurden, man staune, 25% Minderung bis 2020 beschlossen. 25, in Hessen 30%. Also, soll ich Ihnen einmal sagen, woran das liegt? Und vielleicht könnten Sie einfach einmal darüber nachdenken, dass das etwas nicht so sehr mit Parteipolitik zu tun hat, sondern mit wissenschaftlicher Ableitung. Das hat etwas mit wissenschaftlichen Vorstudien und Studien zu tun, weil man auch einbeziehen muss, welche Bereiche bereits in den internationalen Emissionshandel einbezogen wurden. Und Hessen hat einen großen Block Verkehrsbereich. Der ist im Bund viel geringer. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es eine hohe Kohlebelastung. Deswegen kommen die nicht so schnell runter. Und in Baden-Württemberg ist auch der Verkehrsbereich hoch und nicht im europäischen Emissionshandel einbegriffen. Und deswegen gibt es unterschiedliche Ziele, die aber gleichwohl ehrgeizig sind. Und alle Länder haben zum Ziel, 2050 klimaneutral zu sein. Und deswegen sind wir hier auf dem richtigen Weg. Wir brauchen eine Beteiligung aller Menschen und aller Bereiche, um den Klimaschutz tatsächlich durchzusetzen. Deswegen beteiligen wir die Kommunen, die Verbände, Unternehmen, Wissenschaft, Bürgerinnen und Bürger. Und erstaunlicherweise, auch das ein Gruß an die SPD, macht die Bundesumweltministerin ab Januar eine große Beteiligung, öffentliche Beteiligung aller Gremien, aller Bürgerinnen und Bürger, sogar online für den Klimaschutzplan 2050. Also, es kann nicht so furchtbar sein, dass auch Hessen diesen Weg geht. Vielleicht ist es ja so, dass die Bundesumweltministerin gesehen hat, Hessen hat da eine schlaue Idee. Das machen wir denen doch nach. Wir brauchen auf jeden Fall in Hessen auch die Unterstützung der Kommunen. Deswegen ist unser Programm 100 Kommunen für den Klimaschutz auch so wichtig. Und wir haben schon einiges auf den Weg gebracht. 4,4 Millionen € für Klimaschutzkonzepte und investive Maßnahmen. Unternehmen werden vom Land unterstützt, z.B. Energieberatung des Mittelstandes. Wir unterstützen innovative Projekte wie CO2-Reduzierung beim Catering und in Kantinen. Wir bauen die ökologische Landwirtschaft aus. Wir fördern das Radwegenetz. Wir haben das Ziel 100% erneuerbare Energien. Und bei den registrierten Windkraftanlagen sind wir in diesem Jahr auf Platz 6 aller Bundesländer gerutscht. Meine Damen und Herren, wir sind auf dem richtigen Weg. Es ist Zeit für einen ambitionierten Klimaschutz, der konsequent betrieben wird. Ich lade Sie herzlich ein, sich alle zu beteiligen für ein besseres Klima, und das nicht nur in Hessen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Es gibt keine weiteren
Wortmeldung mehr zum Punkt 61. Damit ist er erledigt. Ich habe Ihnen noch mitzuteilen, dass ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der FDP betreffend Mineralölsteuererhöhung verhindern, Drucksache 19/2998 eingegangen ist. Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird der Antrag Top 74. Er könnte nach Top 64 der Aktuellen Stunde zu diesem Thema aufgerufen werden. Alle einverstanden, auch der Kollege Rock. Was ein Wunder. Gut. Dann machen wir das so, René. Ja, ja.